Ganz kurz zu mir, Manfred Helber ist mein Name. Ich bin sogenannter Microsoft Most Valuable Professional. Bedeutet, ich beschäftige mich sehr intensiv mit Microsoft-Themen. Diese Microsoft Most Valuable Professional Auszeichnung kann man jetzt nicht durch eine Prüfung oder so ablegen, sondern es ist wirklich, sagen wir mal, ein bisschen Fleißarbeit. Das heißt, es geht zum einen wirklich um das Beschäftigen mit den Themen, zum anderen das drüber sprechen. Und das drüber sprechen machen wir heute. Ihr habt euch ja zu diesem Webcast angemeldet, weil euch das Thema Copilot interessiert und weil ihr mal kurz in die Agenda reingeschaut habt, wir werden schwerpunktmäßig uns anschauen, Microsoft Copilot für Windows 11. Wir werden aber auch darüber sprechen, was da jetzt schon verfügbar ist und was noch nicht verfügbar ist. Wir werden dort auch eine Live-Demo sehen, also keine Sorge, es wird nicht nur trockene Theorie. Wir werden auch ein bisschen drüber sprechen, was dann Bing Chat und Bing Chat Enterprise sind und einen Ausblick auf Microsoft 365 Copilot wagen. Aber unser Schwerpunkt ist im ersten Teil Microsoft Copilot für Windows 11. Das soll unser Thema sein. Und ich würde sagen, da fangen wir doch einfach mal damit an. Und zu diesem Thema Copilot gibt es schon die ersten Verwirrungen im Markt, weil Microsoft Copilot gibt es in ganz vielen Ausprägungen. Den gibt es nicht nur in Windows 11, sondern Microsoft Copilot gibt es im Bereich Security. Microsoft Copilot gibt es in den Entwicklungstools. Microsoft Copilot wird es in Microsoft 365 geben, für gewisse Unternehmen gibt es das schon und so weiter. Das heißt, Copilot ist das Synonym oder ist der Begriff für die Integration der künstlichen Intelligenz, auch als AI oder Artificial Intelligence bezeichnet, in die Microsoft-Lösungen. Bedeutet also, das wird euch da in ganz vielen Bereichen begegnen. Der Microsoft Copilot in Windows 11, der ist technisch gesehen verfügbar seit der Windows 11 Version 22H2 Update 2023.09 oder in Windows 11 23H2. Seit kurzem haben wir Windows 11 23H2. Ihr wisst, dass ihr die Aktualisierung auf neue Windows-Versionen kostenfrei bekommt über Windows Update. Ich zeige das gleich noch über einen Screenshot, wie es aussieht. Und wenn ihr dort die Version 23H2 habt oder wenn ihr die Version 22H2 habt mit dem Update-Stand, es gibt ja monatlich so ein kleines Update 2023.09, dann habt ihr die technischen Funktionalitäten, um Copilot zu nutzen. Freigeschaltet ist das aber aktuell nur in Nordamerika, Asien und Südamerika. Jetzt stellt man sich die Frage, warum ist dann das so? Da kommen wir gleich dazu. Das ist also nicht so, dass wir ausgeschlossen werden sollen, sondern ihr wisst, manche Dinge sind bei uns in Europa etwas anders geregelt oder es gibt dort teilweise etwas andere Gesetze und Voraussetzungen, werden wir gleich drüber sprechen. Jetzt, wenn wir nochmal auf das Technische zurückkommen, wie kommen wir dazu? Einfach bei Windows Update die Einstellung wählen, dass ihr die letzten technischen Updates haben möchtest oder die aktuellen. Im Deutschen ist es die aktuellsten, im Englischsprachigen the latest updates. Und dann würdet ihr diese neue Windows-Version angeboten bekommen. Es sind übrigens ganz viele Neuerungen drin, auch im Bereich Security, aber Copilot ist das, was für viele sehr, sehr spannend ist. Und dann habt ihr, wenn ihr ja den Copilot offiziell nutzen könnt, hier unten so ein kleines Symbol zum Copilot. Warum das in Deutschland noch nicht erscheint, werde ich dann gleich noch erklären. Wenn ihr übrigens Fragen habt, nutzt gerne den Chat. Das heißt, Mikrofone hatte ich ja gesagt, bitte gemutet lassen, aber deswegen soll das nicht ein Monolog von mir werden. Ihr kennt den Teams-Chat, da gibt es die kleine Sprechblase. Schreibt da gern eure Fragen rein, die werden von mir beantwortet. Es wird auch ein Chat, ja, eine Copilot-Integration in Teams geben, wo dann eine KI euch die Fragen beantwortet. Das machen wir aber hier nicht, sondern bei mir werden sie oder bei uns werden sie von mir beantwortet. Also von daher gerne den Chat nutzen, um direkt an mich Feedback zu geben oder Fragen an mich zu richten. Ja, Copilot lässt sich dann in den Settings konfigurieren. Und was ganz spannend ist, auch wenn ihr die Version 23H2 von Windows 11 habt, auch wenn ihr in einem der genannten Länder seid, wo es schon verfügbar ist, dann ist Copilot aktuell noch mit einem Preview dahinter markiert, weil es ist einfach technisch gesehen noch ein Preview-Service. Wir werden es dann auch in der Live-Demo sehen, dass die Reaktionen
vielleicht manchmal anders ausfallen, als wir es jetzt erwarten würden. Das schauen wir uns an, aber es funktioniert schon sehr, sehr gut. Also ich bin da echt begeistert davon. Was wichtig ist, um Copilot zu nutzen, braucht man eine Internetverbindung. Wenn ihr Copilot startet und keine Internetverbindung habt, dann sieht das so aus, wie bei mir in diesem Screenshot. Den habe ich heute Morgen schnell noch erstellt und dann eingebunden, weil ich mir dachte, die Frage kommt relativ häufig und die hilft, glaube ich, zu verstehen, wie das funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt dann gleich mit Copilot interagiere, dann wird das, was ich dort eingebe, tatsächlich an einen cloud-basierenden Service geschickt. Und das Ergebnis kommt dann entsprechend zurück. Das erklärt, warum da auch so ein gewisser Delay da ist zwischen der Eingabe und der Umsetzung. Und das erklärt auch, warum es ohne Internetverbindung nicht funktioniert und warum es ohne Microsoft-Konto bzw. Microsoft-Unternehmenskonto nicht funktioniert. Ihr kennt ja die Trennung. Das Microsoft-Konto ist ja das, was ihr als Privatperson habt, als Consumer sozusagen. Das Microsoft-Unternehmenskonto, das ist das, was ihr zum Beispiel im Rahmen von Microsoft 365 Business oder Enterprise nutzt. Und da ist aus Kontensicht eine klare Trennung. Copilot geht mit beidem. Ich brauche ein Microsoft-Konto oder ein Unternehmenskonto. Wenn ich ein nur lokales Konto habe, ohne ja, Cloud-Bezug, dann funktioniert es tatsächlich auch nicht, den Copilot an dieser Stelle zu nutzen. Ja, jetzt wollen wir mal reinschauen, was da eigentlich so geht. Ich denke, bevor wir in die Theorie einsteigen, was, wann, warum, wie verfügbar ist, schauen wir uns mal eine Live-Demo an. Und ich habe uns hier eine Live-Demo mitgebracht, die auf virtuellen Maschinen basiert. Das hat einfach den Vorteil, ich kann die gut zurücksetzen, denn wir werden gleich sehen, dass sich der Copilot basierend auf dem, was ich eingebe, weiterentwickelt. Und ich starte hier den Copilot mal, geht an dem Rechner dann auch über Windows 10. Und ihr seht hier auf der rechten Seite erscheint Copilot und da steht etwas in diesem Copilot. Da steht zum einen Pre, das ist das PRE, ist eine Preview und dann steht hier mit Bing Chat. Also mit der Unterstützung von Bing Chat. Was das ist, sprechen wir auch gleich noch drüber. Jetzt gehe ich mal ganz kurz an den anderen Rechner ran und wir starten das dort auch an diesem hier. Ich starte mal Copilot und siehe da, da haben wir einen Copilot, der in Nuancen anders ist. Da steht nämlich oben drüber ein geschützt und dann steht hier Copilot mit Bing Chat Enterprise. Der große Unterschied ist hier, diese Variante des Copilots mit Bing Chat Enterprise, die habe ich aus zwei Gründen. Zum einen habe ich mich mit einem Unternehmenskonto angemeldet. Zum anderen hat der User, den ich hier verwende, eine Microsoft 365 Subscription und zwar er könnte haben eine Microsoft 365 Business Standard, eine Microsoft 365 Business Premium, eine Microsoft 365 E3 oder eine Microsoft 365 E5 Subscription. Alternativ könnte er sagen, diese Enterprise-Variante buche ich dazu. Die Enterprise-Variante kostet dann $5 pro Monat pro User. Das ist also für all jene, die die Variante Enterprise nutzen möchten und die kein Microsoft 365 Business Standard oder Business Premium haben oder E3 oder E5. Was ist denn jetzt der Unterschied? Das ist nämlich ganz wichtig zu verstehen. Der Copilot mit Bing Chat Enterprise ist funktionell gegenüber meinem Copilot mit Bing Chat nicht bevorzugt. Also ich darf nicht erwarten, dass die Antwortergebnisse jetzt besser sind oder dass der schneller ist oder ähnliches. Der ganz, ganz große Unterschied liegt darin, was passiert denn mit meinen Daten? Wenn ich hier mit Copilot interagiere und jetzt machen wir mal wirklich was, damit es nicht so trocken wird. Ich möchte hier den Copilot mal bitten, mir meinen Rechner in den Dark Mode umzustellen. Ja, also ich habe jetzt hier diesen hellen Modus, kennt ihr. Und ich gebe jetzt hier mal ein, wechsle in den
dunklen Modus. So, ich habe ihm also gesagt, umschalten in den dunklen Modus. Ich habe es ein bisschen freundlicher gesagt und er sagt, ja, möchtest du denn es wirklich in den dunklen Modus zu schalten? Ich muss gar nicht wissen, wo das im Menü ist. Ich muss mich nicht durch Untermenüs klicken, sondern ich sage hier einfach, ja, bitte mach mir das. Und zack, ist mein Rechner im Dark Mode. Ich erkenne also daran, ich spare mir viel Zeit, weil ich muss nicht mehr wissen, in welchem Untermenü ist denn das. Rechtsklick, irgendwo hier und dann anpassen und dann Bildschirmdarstellung und ähnliches entfällt, weil ich gebe meine Anweisung einfach ein und er setzt das für mich um. Jetzt nutze ich aber die Variante mit Bing Chat. Das heißt, Microsoft weiß, da gibt es einen User, also der weiß nicht, der Manfred hat um 11:44 Uhr in den Dark Mode gewechselt. Das wäre ein bisschen zu viel, das wäre datenschutztechnisch auch gar nicht so einfach möglich. Aber die KI-Engine, die hat für sich jetzt gespeichert, dieses Thema Wechseln in den Dark Mode, was ein beliebtes Beispiel in so einer Live-Demo ist, das wird wirklich benutzt. Ja, also das speichert die KI-Engine für sich. Das heißt, im Rahmen des Trainings wird das auch zurückgespielt. Jetzt könnte ich hier sagen, ich gehe vielleicht doch mal übers Startmenü und gehe hier irgendwo in die Einstellungen und sehe dann, okay, jetzt habe ich hier meine Einstellung von dem Windows-System und jetzt brauche ich einen Screenshot. Also gebe ich hier mal ein, erstelle einen Screenshot. Ja, da könnte ich mit Tab ergänzen. Ihr seht schon, wenn ihr irgendwie auf LinkedIn oder so aktiv seid und da ein bisschen mit Copilot euch informiert, dann werdet ihr ganz viel lesen, dass das Prompting, also wie gebe ich etwas ein, ganz wichtig ist. Naja, jetzt kann man sich irgendwelche Anleitungen dafür erwerben. Man könnte aber auch sagen, was schlägt denn hier vor? Der sagt doch, Mensch, wenn du Tab drückst, dann ergänze ich das gleich. Also da habe ich gleich integriert bei Microsoft, wie solche Prompts aussehen. Ich gebe das gar nicht weiter ein, sondern ich sage, erstelle einen Screenshot, gehe davon aus, dass er das versteht. Ihr wisst ja, Windows hat das Snipping-Tool mit drin. Und jetzt sagt er, er startet mir das Schneidewerkzeug, also er hat das auf Deutsch umgestellt, das Snipping-Tool. Und dann kann ich mir einen Screenshot hiervon erstellen. So, und habe einen Screenshot entsprechend erstellt. Sehe hier, der Screenshot wurde in die Zwischenablage übergeben. Ich könnte jetzt sagen, ich möchte auf die Zwischenablage wechseln. Irgendwo eine Ansage im Hintergrund. Ich habe jetzt einen Screenshot hier erstellt, kann mit dem weiterarbeiten und könnte natürlich diesen Screenshot hier entsprechend auch speichern, könnte sagen, Mensch, diesen Screenshot, den lege ich mir auf dem Rechner mal ab. Entschuldigung, jetzt habe ich ihn weggeklickt. Ich mache einfach nochmal ein. Den Screenshot, den lege ich mir jetzt hier einfach auf dem Rechner mal ab und könnte dann hergehen und sagen, mit diesem Screenshot arbeite ich weiter. Ja, den speichere ich hier mal mir vielleicht in die Downloads irgendwo rein und sage hier, das ist ein Screenshot. 11. Und den Screenshot könnte ich hier natürlich auch zuliefern und könnte sagen, ich möchte hier ein Bild hinzufügen von diesem Gerät. Und zwar nehme ich mal diesen Screenshot 11, den ich da gerade erstellt habe, und frage das System, was ist auf diesem Bild zu sehen? So, geben wir mal ein. Und jetzt analysiert er das hier, schaut sich das an, was auf diesem System zu sehen ist. Und ja, jetzt kommt gleich ein Ergebnis, was wir da lesen können. Gesichter sind möglicherweise verschwommen, um die Privatsphäre zu schützen. Das stellt er hier also sicher an dieser Stelle. Und jetzt gucken wir, was als Ergebnis zurückkommt. Also, wenn alles gut klappt, würde er mir erklären, dass das von meinem Windows-Gerät die Starteinstellungen zu sehen sind. Das kann ich hier auch lesen. Und zwar hier auf diesem Bild ist ja, Starteinstellungen zu sehen. Also hier ist meine Startseite. Was nicht ganz richtig von der Formulierung ist, das wisst ihr, es ist nicht das Startmenü, sondern es ist die Einstellungen der Startseite. Aber er hat das Bild analysiert und erklärt, was dort alles zu sehen ist. Einstellungen, Bluetooth-Geräte, Personalisierung und so weiter. Was jetzt
Wichtig ist, wenn wir im Kontext jetzt komplett auf ein anderes Thema switchen, dann sollten wir die Konversation hier einmal zurücksetzen, denn sonst könnte es durchaus sein, dass er durcheinander kommt und sagt, Mensch, der Manfred, der arbeitet jetzt die ganze Zeit mit Systemeinstellungen, Screenshots und Dark Modes und so weiter. Was ist denn jetzt los? Jetzt spricht er plötzlich von was ganz anderem. Übrigens zum Modus, ich weiß nicht, ob ihr Dark Mode oder Light Mode bevorzugt. Für Präsentationen empfiehlt Microsoft grundsätzlich den hellen Modus. Deswegen. Er tippt hier nicht. Also, oh, das habe ich jetzt hier in den Chat geschrieben. Ist aber noch nicht abgeschickt. Also, ich wechsle hier, wechsle zum hellen Modus. Das wechsle ich mal zurück. Ihr dürft mir aber gerne in den Chat schreiben, was ihr bevorzugt. Dann machen wir eine Mehrheitsabstimmung. Sollte er jetzt hier verstehen, dunkler Modus deaktivieren. Ihr könnt über diesen Chat hergehen und ja, Hintergrundbilder ändern. Ihr könnt in entsprechende Systemeinstellungen reingehen. Das spart euch da wirklich viel Zeit an der Stelle. Ihr könnt aber noch viel mehr machen. Also das wäre ja noch gar nicht so herausragend. Natürlich ginge auch das Diktieren. Das machen wir hier nicht, weil wenn ich das Mikrofon dahin umleiten würde, dann würde er natürlich die ganze Zeit mein Erzählen dort aufzeichnen. Das würde eher ein bisschen stören und würde vielleicht auch Kommandos auslösen. Ich möchte jetzt mal ein paar andere Dinge mit euch zusammen ausprobieren. Wir schauen mal, ich habe in meinem Downloads-Ordner so ein paar Beispiele hinterlegt. Und zwar habe ich hier ein Beispiel. Gucken wir mal hier diese Demo 03. Ich denke, jeder weiß das irgendwie so aus der Schulzeit noch, da ist irgendein chemisches Molekül zu sehen. Also gehen wir mal her und sagen mal, Mensch, was ist denn das hier auf dem Bild 03? Also gehe ich hier mal auf die Demo 03 und sage ihm, was ist denn hier auf dem Bild dargestellt? Und dann legt er los und schaut, was könnte denn das sein? Jetzt könnt ihr sagen, naja gut, ist ja recht einfach. Das ist ja einfach eine Bildersuche. Machen wir es gleich ein Stückchen komplexer, dann werdet ihr sehen, dass das nicht einfach eine Bildersuche ist, sondern er. Sagt ihr, auf dem Bild ist das 3D-Modell eines Wassermoleküls zu sehen. Ein Wassermolekül besteht aus einem roten Sauerstoffatom und zwei weißen Wasserstoffatomen. Also war nicht so sehr komplex, aber stimmt auch. Gucken wir mal, was wir da noch haben. Gucken wir mal die Demo 07, was das sein könnte. Gucken wir mal auf die Demo 07 und gehen da mal rein. Zack, da haben wir die Demo 07. Und ich frage ihn wieder, was, ja, jetzt habe ich meine eigene Regel verletzt. Ich setze hier einmal zurück, dass er hier nicht sagt, das hat vielleicht irgendwas mit dem Wasserstoffatom zu tun. Ich gehe hier mal in die Demo 07 rein und sage ihm, so, wie ist es denn, was ist denn auf diesem Bild zu sehen? Was ist auf diesem Bild zu sehen? So, legen wir los. Wir haben eine Frage im Chat. Kann man auch per Snipping-Tool erstellte Screenshots einfach einfügen oder muss man die Datei auswählen? Ich habe diese Dateien vorher abgelegt. Das lässt sich auch so einstellen, dass er es beim Snipping-Tool standardmäßig übernimmt. Das macht er sogar automatisch. Ich habe das bei mir ausgeschaltet, weil ich teilweise für so als Durchführungsproof einen Screenshot von meiner Sitzung erstellen muss. Und das fügt er dann natürlich auch automatisch ein, womit dann wieder jeder sehen würde, was da in meiner Teams-Oberfläche zu sehen ist. Also Standard ist sogar, dass er das automatisch eingibt. Und dann haben wir eine Frage. Hallo zusammen, hat Microsoft vor, den Copilot auch für das Serverbetriebssystem einzusetzen, um gegebenenfalls komplexere Themen mit der AI-Unterstützung abzuwickeln? Also. Dazu gibt es von Microsoft keine offizielle Aussage, aber diese Woche ist die Microsoft Ignite. Auf der Microsoft Ignite gibt es eine Session zur nächsten Version des Windows Servers. Der nächste Windows Server kann
ist vom Kern her mit Windows 11 ganz eng verwandt und deswegen würde ich es nicht ausschließen. Garantieren kann man das aber nicht. Ich kann da auch keine Ankündigung vorwegnehmen. Wir müssen mal gucken. Die Session ist diese Woche Freitag auf der Microsoft Ignite-Konferenz. Also ich denke, dazu kann man ab nächster Woche dann etwas mehr sagen. So, gut. Jetzt schauen wir mal, was hat er denn zu diesem Bild hier gesagt? Der sagt hier, Moment, auf dem Bild ist eine elektrische Schaltung zu sehen. Das ist schon mal sehr gut, dass er das erkennt. Dann hat er runde Steckdosen erkannt. Also er hat die Symbole für die Steckdosen erkannt. Er hat die Leiter erkannt. Und was er vor allem erkannt hat, was das für eine Schaltung ist, nämlich eine Wechselschaltung. Das ist es tatsächlich. Muss uns jetzt nicht tiefer interessieren, wie so eine Wechselschaltung funktioniert oder was es ist. Aber er erkennt da komplexe Zusammenhänge und er erkennt die vor allem halt auch, wenn ich die entsprechend, wenn ich die handschriftlich dort generiert habe. Jetzt könnten wir noch ein Beispielchen nehmen und dann reicht's. Gucken wir uns mal diese Demo 04 an. Also ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, wozu man vielleicht so einen Stift in Verbindung mit einer Diskette verwenden konnte. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr es ja mal in den Chat schreiben. Diejenigen, die so meine Generation sind, die wissen das. Die Jüngeren, die werden sagen, naja, vielleicht um die Diskette zu beschriften oder vielleicht, was ist das überhaupt? Ich gebe da wieder meinen Standardtext ein. Was ist denn da eigentlich zu sehen? Es ist eine Audiokassette-Diskette, habe ich glaube ich gesagt, aber es ist eine Audiokassette und es ist ein Stift dazu. So, und er analysiert, es wird an die Cloud geschickt, hätte ich keine. Oh, das sagt er jetzt zum Beispiel gerade ein bisschen falsch. Es ist nicht der Kassettenrekorder, sondern es ist die Kassette. Ja, wir sehen eine Kassette dort, der Rekorder wäre das Gerät zum Abspielen. Da kommen ein paar Meldungen. Mit dem Stift kann man die Kassette vorspulen oder Bandsalat beheben. Und jetzt guckt mal, also das ist ja jetzt wirklich etwas, was eine Suche so nicht einfach feststellen kann, sondern die Suche würde sagen, naja, das ist eine Kassette und ein Stift unter Umständen. Aber die KI-Engine sagt dahinter, klärt mir, was ein Bleistift ist. Und sie sagt, diese beiden Gegenstände haben eine besondere Verbindung, denn man konnte mit einem Bleistift verwenden, um das Band einer Kassette zu straffen oder zurückzuspulen, wenn es sich gelockert oder verheddert hatte. Dies war häufiger Trick, den viele Menschen in den 90er, 70er und 80er Jahren angewendet, als Kassettenrekorder sehr beliebt waren. Heutzutage gibt es die kaum noch, weil es modernere Technologien gab. So, und jetzt könnt ihr nur sagen, wie funktioniert das mit dem Stift und der Kassette genau. So, also ich habe keine Ahnung, wie soll das jetzt gehen? Und dann kommt eine Erklärung zurück, die wir hoffentlich alle verstehen an der Stelle, wo wir sagen, er hat übrigens auch Stift und Kassette Trick hier als als Suchbegriff und dann erklärt er mir hier Step by Step, wie ich das machen könnte, wie das ablaufen würde mit dieser Kassette. Also auch wenn ich das nie gemacht habe, kann ich mir nach dem Lesen dann vorstellen, ah, ich stecke da den Stift rein und dann kurbel ich da dran und dann kann ich das Band, was da drin ist, wieder straffen. Wichtig, ich habe das jetzt alles im Copilot gemacht. Und hatte dort ein Microsoft-Konto. Ja, dort ist ein Microsoft-Konto hinterlegt. Das ist das, was ich hier an diesem Gerät habe. Finde ich auch in den Einstellungen. Da ist, glaube ich, jemand eingewählt, der nicht gemutet ist. Ich werde das mal kurz machen. Und wir haben dort ein Microsoft-Konto. Und das sehen wir hier, ist ein Microsoft-Konto, ist ein Outlook.de-Konto. Da hatte ich gesagt, jetzt werden zwar nicht meine Daten irgendwo anders gespeichert, aber die KI-Engine wird auf Basis meiner Handlungsweisen trainiert. Jetzt ist das hier ein Webcast, ich habe dort Beispiele dabei. Jetzt stellt euch aber vor,
Ihr habt ein gewisses Vorgehen, wie ihr durch den Tag geht. Ihr habt eine gewisse Arbeitsweise, die sehr effizient ist. Damit trainiert ihr die KI-Engine. Das heißt, ihr habt keine Kosten dafür, aber das ist das, was ihr quasi weitergibt. Wenn ihr jetzt hingegen den Microsoft Copilot für Windows 11 in der Enterprise-Variante nutzt, dann sind eure Informationen geschützt. Das könnt ihr ja auch genau nachlesen, was es bedeutet. Und dann werden diese Eingaben hier nicht genutzt, um die KI-Engine zu trainieren. Also ist euch komplett überlassen, wie ihr das macht. Es ist wie immer auf der Welt, wenn was kostenfrei ist, gebt ihr typischerweise etwas eurer Nutzungsweisen oder Informationen preis. Es ist wie, es ist keine Suchmaschine, es ist eine KI-Engine, ja. Aber bei einer Suchmaschine gebt ihr ja auch eure Suchbegriffe preis und bekommt dafür kostenfrei Ergebnisse zurück. Und hier wird die KI-Engine entsprechend trainiert. So, jetzt hatte ich gesagt, was wir hier sehen. Copilot, egal ob in der Enterprise-Variante oder mit der Bing-Chat-Unterstützung, ist in Deutschland eigentlich gar noch nicht verfügbar. Warum ist denn das so? Warum ist der Copilot für Windows 11 nur in Nordamerika und Südamerika verfügbar, aber nicht in Europa? Folgendes ist der Hintergrund. Microsoft ist seitens der EU auf einer Liste, die sich Gatekeeper Technology Liste nennt. Da ist übrigens nicht nur Microsoft drauf, sondern es sind ganz viele Unternehmen drauf. Diese Liste kann man bei der Europäischen Kommission abrufen. Uns interessiert auf dieser Liste jetzt mal nur Microsoft. Was bedeutet das konkret? Ein Hersteller ist nicht pauschal auf der Liste, also das ist nicht irgendwie so wie so ein Bann oder eine komplette Vorverurteilung, sondern es geht dort um bestimmte Produkte, wo die Europäische Kommission sagt, hier hat der jeweilige Hersteller, und bei Microsoft ist es das Windows-Betriebssystem und es ist die Plattform LinkedIn, hier hat der Hersteller eine gewisse, ja, nennen wir es mal marktbeherrschende Stellung, das sind jetzt aber meine Worte. Also er hat eine gewisse Exklusivität, die dazu führt, dass europäische Unternehmen eventuell am Markteintritt, wenn sie ähnliche Technologien haben, benachteiligt werden könnten. Also ich kenne jetzt kein europäisches Betriebssystem, aber Microsoft sagt, ihr seht, da sind andere Betriebssysteme auch drauf. Entschuldigung, die Europäische Kommission sagt, dadurch, dass Windows von Microsoft ist und einen gewissen, sehr großen Marktanteil hat, kann Microsoft darüber weitere Technologien, wie zum Beispiel ein Copilot, obwohl Copilot hier nicht genannt ist, in den Markt bringen. Und jetzt gibt es vielleicht einen anderen KI-Entwickler in der EU, der dadurch benachteiligt wird. Ob das dann so ist, weiß man nicht, aber das ist auf jeden Fall die Situation. Das heißt, die Europäische Kommission sagt, für Gatekeeper gibt es ganz klare Regeln. Und ich habe mal bewusst den Originaltext gelassen, weil es gibt von der Europäischen Kommission zwar diese Seite, die ist auch deutschsprachig, die unten verlinkt ist, aber diese Regeln, die sind da weiterhin in englischer Sprache. Und ich wollte einfach nicht, wie es dann manchmal so passiert, durch eine Übersetzung, Missverständnis oder andere Meinung reinbringen. Es geht grundsätzlich darum, dass diese Vorgaben für die Gatekeeper-Unternehmen, und ihr habt gesehen, das sind andere auch noch auf der Liste, sind, dass sie Drittanbietern einen entsprechenden Marktzugang ermöglichen müssen. Wenn ich jetzt als Manfred Helber mich im Bereich KI also sehr hervortun würde, dann ist die Frage, was notwendig ist, dass ich seitens der Europäischen Kommission hier Aufmerksamkeit erlange. Aber Microsoft müsste dann irgendwo mit mir zusammenarbeiten. Man kann schon, glaube ich, aus der Formulierung raushören, das macht es nicht unbedingt flexibler, das macht es nicht unbedingt dynamischer, sondern das ist eher so die angezogene Handbremse an der Stelle. Ob ihr das jetzt gut findet oder schlecht findet, könnt ihr in den Chat reinschreiben. Ich persönlich finde es nicht so gut, weil ich will diese Technologien gerne nutzen. Jetzt ist es so, dass
diese Gatekeeper-Plattformen gewisse Dinge auf keinen Fall dürfen. Die dürfen also Drittanbieter nicht ausschließen und so weiter. Die müssen bestimmte Daten weitergeben. Die dürfen nicht verhindern, dass ein User die entsprechende Software deinstalliert. Also ist ja gerade die Frage Copilot, wenn das integraler ist, Bestandteil vom Betriebssystem ist, lässt sich das rausnehmen. Es darf kein End-User-Tracking, also das ist sicher ein wichtiger Punkt, dass Microsoft dort nicht im Detail meine Daten trackt. Also es gibt in diesen Vorgaben sicher ein paar Punkte, die sinnvoll sind, aber es sind auch ganz viele, wo man sagt, naja, da wird jetzt so voll der Bremsklotz reingetrieben, dass es nicht weitergeht. Das heißt, das liegt nicht an Microsoft, dass Microsoft uns das nicht geben will. Das liegt auch nicht an ja, irgendwelchen schlimmen Datenschutzverletzungen, die Microsoft hier begehen würde, sondern es ist einfach so, dass hier die Europäische Kommission sagt, Moment, wenn ihr unter Windows 11 etwas einführt, dann müsst ihr ähnlichen ja, Unternehmen dort einen Zugang gewähren. Jetzt bin ich immer der Meinung, also und ich vermute, ihr seid auch alle Techniker, wir wissen doch, wie das funktioniert. Also was wichtig ist, der Punkt, dass Microsoft nicht verhindern darf, dass ich eine Drittanbieter-Software installiere. Microsoft verhindert aber schon heute nirgends, dass ich einen anderen Browser nutze oder dass ich eine andere KI-Engine nutze. Ihr wisst ja, dass die Funktionalitäten hinter ja, dem Copilot von Microsoft vom Unternehmen OpenAI stammen. Ich könnte auch hergehen und sagen, ich will das von Microsoft alles gar nicht. Ich nutze das ChatGPT von OpenAI oder ich nutze es von einem ganz anderen Hersteller. Auch das geht. Also von daher gibt da berechtigte Dinge, es gibt aber halt auch Dinge, die aufhalten. Jetzt schreibt jemand ja im Chat, ich finde das überhaupt nicht gut. Die Gatekeeper-Thematik bringt uns einen Nachteil. So sehe ich es auch, was jetzt aber wichtig ist. Ihr könnt Copilot trotzdem nutzen im Windows 11, weil wenn ihr sagt, ich will das aber unbedingt, dann muss Microsoft nicht sagen, ihr dürft das aber nicht nutzen. Microsoft darf es bloß nicht pauschal allen Kunden in der EU so als Dreingabe zum Betriebssystem zur Verfügung stellen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr den Copilot in Windows 11 nutzen könnt. Nämlich einmal, indem ihr in das Insider-Programm wechselt. Das wäre eine gute Variante, wo ihr hergehen könnt und sagen könnt, ich stelle mein Windows auf Insider um, bekommt damit eine Vorschauversion vom nächsten Windows und damit sagt ihr explizit, ich will nicht das Mainstream-Windows, was alle haben, sondern ich will eins, wo ich explizit Dinge testen kann, die noch nicht fertig sind, die vielleicht auch für die Region, wo ich mich befinde, noch nicht marktreif sind. Und damit habt ihr nicht etwas über Windows Update oder so bekommen, wie die Kunden in Nordamerika, sondern ihr habt euch bewusst dafür entschieden. Das widerspricht nicht dem Gatekeeper-Thema. Eine andere Variante ist, ihr könnt den Copilot, das hat schon jemand im Chat geschrieben, deswegen kann ich es hier beruhigt auch zeigen, aufrufen, indem er einfach unter Windows ausführen, es kommt über Windows R. Folgendes, was ihr hier seht, eingebt. Auch da ist es so, das muss Microsoft nicht verhindern, weil ich sage ja euch auch nicht, ihr müsst das aufrufen, sonst dürft ihr Windows nicht verwenden, sondern wenn ihr es unbedingt haben möchtet, wenn ihr unbedingt Copilot nutzen möchtet, so wie ich es euch gezeigt habe, wo ihr auch mit dem Betriebssystem interagieren könnt, dann könnt ihr über diese Eingabe den Copilot aufrufen. Naja, und wenn ihr das nicht jedes Mal bei Windows ausführen eingeben wollt, dann macht ihr es wie ich, dann speichert ihr euch eine Verknüpfung auf dem Desktop und dann könnt ihr es immer starten. Wichtig, ist eine Preview. Wichtig, es wird unterschieden zwischen Copilot mit einem Consumer-Konto und Copilot mit vollständigem Schutz eurer Daten. Die bleiben in eurer Unternehmensbubble, die verlassen die nicht, wenn ihr die Variante for Enterprise habt. Die habt ihr übrigens automatisch, wenn euer Unternehmenskonto, ich zeige das bei mir nochmal ganz kurz, wenn euer Unternehmenskonto, was ihr verwendet, eine entsprechende Lizenz zugewiesen hat. Bei mir ist das hier bei Konten der Manfred@labfirma130.de.
ein Unternehmenskonto, der hat bei mir ein Microsoft 365 Business Premium. Ich musste nichts machen. Ich habe hier automatisch das Bing Chat Enterprise mit der entsprechenden Copilot-Funktionalität im Windows 11. Also super gelöst aus meiner Sicht, eine perfekte Sache. Wie gesagt, das wäre der Aufruf. Ist nichts Schlimmes, ist nichts Verbotenes. Es ist bloß ein Mechanismus, den kommuniziert auch Microsoft nicht so, dann wäre es vielleicht schon wieder ein bisschen kritisch, sondern ich sage euch den als expliziter Nicht-Microsoft-Mitarbeiter. Es hat jemand von den Teilnehmern auch schon in den Chat gepostet. Man findet das im Internet. Ist ein Weg, wo ihr sagt, ich will es aber unbedingt haben. Es ist eure Entscheidung. Microsoft zwingt euch nichts auf. Naja, und ihr könntet auch sagen, okay, das mit dem Microsoft Copilot habe ich verstanden. Ich finde das nicht gut, oder vielleicht sagt er auch, es ist gut, dass es diese Regularien gibt. Was kann ich denn sonst nutzen? Und da ist der Punkt, ihr könntet Bing Chat und Bing Chat Enterprise nutzen. Denn Bing Chat und Bing Chat Enterprise werden über den Browser aufgerufen. Wenn wir da also mal ganz kurz reingehen, ich gehe vielleicht mal hier rein in das Gerät mit meinem Unternehmenskonto, mache einen Webbrowser auf, mache den Copilot hier weg, klicke hier oben auf diese Bing-Sprechblase und habe dann hier meinen Bing Chat Enterprise. Gibt es auch genauso mit nur einem Microsoft-Konto. Und jetzt könnte ich hier Fragen starten. Ich könnte meine Bilder suchen, die ich vorhin hatte, hier durchführen oder könnte hier sagen, bitte erstelle mir eine Agenda für einen Webcast mit einer Stunde Dauer zum Thema Windows 11, machen wir mal allgemein. Ja. Und dann sage ich ihm einfach, bitte unterstütze mich, mach irgendwas, helf mir bei irgendetwas und dann wird er mich bei meiner Arbeit unterstützen. Er kann halt hier im Bing Chat und Bing Chat Enterprise nicht direkt mit dem Betriebssystem interagieren. Das heißt, wenn ich ihm hier sage, bitte schalt in den Dark Mode um, dann bekomme ich eine Erklärung, wie es geht. Er macht das aber nicht direkt. Was ganz, ganz wichtig ist, wir sehen hier, hat er mir eine Agenda generiert. Das ist eine wunderschöne Agenda, die könnten wir vielleicht direkt so übernehmen, vielleicht auch ein paar Anpassungen machen. Ich sehe unten dran immer die Quellen, woher kommt denn das Ganze? Weil das ist natürlich ein wichtiges Thema neben der ganzen Thematik rund um, wo kann ich was nutzen, was brauche ich an Lizenzen und so weiter. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Thema Datenschutz und auch Urheberrecht? Und Microsoft sagt, lieber User, Vorsicht, wir machen es wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit. Da stehen unten Fußnoten dran und da steht, wo das Ganze herkommt. Und wenn im Text was eins zu eins übernommen wurde, dann steht da direkt die Fußnote dran. Dann steht da zum Beispiel eine 1 und dann ist unten direkt die Quelle benannt. Wenn es eine Zusammenfassung ist, dann sind die Quellen benannt, woraus die Zusammenfassungen entstanden sind. Wenn keine Quellen benannt sind, dann hat das niemand so vorher geschrieben oder gemalt oder abgelegt. Und dafür steht Microsoft gerade. Weil sollte ich als jemand, der die Ergebnisse des Copilot verwendet, irgendwo mit einem Legal Risk in Konflikt kommen, also sagt jemand, du Manfred, das, was du da verwendest, das habe ich aber das Urheberrecht drauf, dann könnte ich sagen, Moment. Das kam aber von Copilot mit Bing Chat Enterprise zum Beispiel. Da gab es keine Fußnote unten dran. Guckt hier, da steht nichts. Der schreibt mir das direkt eins zu eins so. Da tritt jetzt Microsoft für mich ein. Und nicht ich, lieber Urheberrechtsinhaber, bin ein Ansprechpartner, sondern Microsoft. Ist hier schriftlich geregelt, ist sehr ausführlich beschrieben, war von mir in zwei Zeilen stark vereinfacht zusammengefasst an der Stelle. Jetzt, wer sich nochmal ganz kurz überlegt, Moment, Bing Chat Enterprise, warum gibt es denn das in Deutschland? Also warum kann ich denn das Bing Chat Enterprise hier aufrufen und der Copilot für Windows 11, der unterliegt diesen Regularien? Naja, wenn wir nochmal ganz kurz auf die Gatekeeper-Übersicht drauf gucken, dann sehen wir, da steht Microsoft
Und da steht LinkedIn und da steht Windows PCOS. Da steht kein Microsoft 365, da steht kein Bing, da steht kein Edge, da steht kein Office, da steht kein Windows Server, da steht kein Azure, sondern es geht um die Hersteller mit den hier genannten Produkten. Ich werde die anderen jetzt bewusst nicht namentlich erwähnen, aber ihr könnt da ja mal ein bisschen nach rechts und links gucken und werdet sehen, oh, was betrifft es denn dort? Naja, es gibt da zum Beispiel einen sehr bekannten Kartendienst, ja. Den nutzt ihr vielleicht auch. Wie auch immer. Also, bei Microsoft, LinkedIn und Windows PCOS, die Bing-Suche überhaupt nicht. Und deswegen ist die auch direkt verfügbar. Das heißt, wenn wir da ganz kurz reinschauen, ist es so, Bing Chat ist kostenfrei. Bing Chat Enterprise war die Geschichte, die wir nutzen können, wenn wir ein Microsoft 365 E3 oder E5 haben oder ein Microsoft 365 Business Standard oder Business Premium. Ansonsten ist der Bing Chat Enterprise für $5 pro Benutzer pro Monat verfügbar. Es gibt hier keine Mindestgröße oder so. Ich kann das auch für einen User buchen oder für einen User Microsoft 365 Business Premium oder Standard oder E3 oder E5 haben und dann den Vorteil haben, dass wir letztendlich dieses Thema der Commercial Data Protection haben. Weil das ist ja das, was wir hier in dieser Übersicht sehen. Der Copilot für Windows, da hatten wir schwerpunktmäßig drüber gesprochen. Da war auch unsere ausführlichere Live-Demo drin. Wir haben dann den Bing Chat Enterprise. Da haben wir dieses Commercial Data Protection. Das können wir übrigens hier auch reinkriegen, wenn wir einfach den Microsoft Copilot für Windows 11 in Verbindung mit Bing Chat Enterprise nutzen, dann haben wir das hier auch drin. Und der Microsoft 365 Copilot, naja, da geht es dann noch mal ein bisschen weiter. Da sehen wir Microsoft 365 Enterprise Security Privacy und Compliance, dann Microsoft 365 Chat und Microsoft 365 Apps. Weil der Copilot für Windows 11, der hat die Möglichkeit, mit dem Betriebssystem zu interagieren. Der würde jetzt aber nicht hergehen und sagen, naja, du, soll ich dir in Outlook helfen? Also der könnte mir Outlook starten, der könnte mir auch etwas aus dem Betriebssystem nach Outlook übergeben. Wenn ich mich jetzt allerdings im Outlook befinde und wir mal so einen kleinen Ausblick auf den Microsoft 365 Copilot machen, dann könnte halt der Copilot im Outlook, den ich direkt aufrufen kann, mir aus ein paar Stichworten eine Mail verfassen. Hier war das Stichwort: Bitte generiere eine Mail an eine Kollegin, ob sie einen Präsentationsslot übernehmen könnte. Das war jetzt hier ein Fünfzeiler. Ich hätte das aber natürlich auch ausführlicher machen können. Bitte fragt die Kollegin, ob sie einen Präsentationsslot übernehmen kann und fügt die Präsentation gleich an. Hier habe ich jetzt also die Intelligenz nicht aus dem Betriebssystem und auch nicht aus dem Bing Chat oder Bing Chat Enterprise, sondern aus dem Outlook heraus. Das heißt, er kennt die Kontakte, er kennt auch meine Art und Weise, wie ich mich typischerweise artikuliere. Also ich habe so ein bisschen eine negative Eigenschaft, muss ich bei mir selber dann oft Korrektur lesen. Mir passiert es doch, dass ich dann öfter mal etwas Füllwörter verwende, was nicht die beste Schreibweise ist. Ich lösche das dann hinterher durch manuelles Drüberlesen immer noch mal raus. Wenn ich das immer stehen lassen würde, dann würde hier der Copilot in Outlook mit vielen dieser Füllwörter arbeiten, was nicht gut ist, aber was meinem Stil entspricht. Und umgekehrt, wenn ich das immer korrigiere, dann muss ich in Zukunft nicht immer korrigieren, weil er schon gar nicht so schreibt. Also das ist richtig cool und wenn man sich das überlegt, natürlich eine immense Zeitersparnis. Der Microsoft 365 Copilot, der geht dann auch in Teams rein. Der Copilot für Windows 11, der kann mir Teams starten. Der kann mir, wenn ich nicht weiß, welches das richtige Tool ist, auch Teams als die Lösung vorschlagen. Also ich möchte jemanden anrufen und dann öffnet der mehr Teams. Ja, ich weiß gar nicht, dass das Produkt Teams heißt, sondern nehmen wir an, ich kenne Copilot, habe aber vergessen, was es sonst noch alles für Tools gibt. Und ich sage, ich möchte telefonieren. Würde ein Teams-Client aufmachen, wenn ich den auf dem Rechner habe, weil er sagt, das ist deine Telefonielösung. Oder ich möchte Musik hören, ja, dass er das dann einstellt. Oder ich brauche jetzt mal ein bisschen Ruhe. Das hat sich so oft geändert im Windows, wo die Schalter sind, dass ich einfach alles abschalte, dass ich nicht gestört werde.
Das könnte Copilot für mich machen. Also ich sage, bitte jetzt einfach mal Ruhe im Windows. Und hier haben wir den Copilot in Teams, nennt sich dort dann konkret Microsoft 365 Chat. Das ist nochmal ein bisschen verwirrend, weil da dann Chat vom Namen her wieder auftaucht. Und da sehen wir, der könnte mir jetzt zusammenfassen, was war denn alles zu einem bestimmten Projekt gestern gewesen? Was war denn hier alles zum Unternehmen Fabricam gestern kommuniziert worden? Naja, und dann habe ich dort die Zusammenfassung. Sehe hier, da gibt es eine Projektliste, da gab es eine Präsentation, da ist irgendwie ein Agreement mit Fabricam geschlossen worden. Das habe ich dort. Im Word habe ich natürlich den Copilot auch. Ich kann hier sagen, bitte fass mir was zusammen aus einem bestimmten OneNote und einem Word-Dokument und generiere mir daraus ein neues Dokument, was ich letztendlich hier dann weiterverwende, eine Zusammenfassung oder ähnliches. Ja, und zu guter Letzt, noch nicht ganz zu guter Letzt kommt noch was, Excel, da haben wir es auch, analysiere mir irgendwelche Zahlen, generiere mir eine Grafik, generiere mir ein Diagramm, solche Dinge sind in Excel möglich. Ich muss also nicht mehr genau wissen, wie war denn da jetzt die spezielle Formel, um was zu machen, sondern das könnte dann über Copilot oder wird dann über Copilot gehen. Naja, und in PowerPoint, da können wir uns Präsentationen auf Basis von Text erstellen lassen. Also ich sage, da gibt es ein Dokument, da ist genau beschrieben, was so unser Quartalsplan ist. Ich brauche dort jetzt aber eine Präsentation dazu. Oder, also was ich definitiv, wenn ich den Copilot habe, mal testen werde, es gibt von Microsoft ein wunderschönes Dokument zum Thema Windows 11 Security, ist wunderschön beschrieben. Ich habe mir auf Basis dieses Dokuments mit manueller Arbeit eine Präsentation erstellt, Windows 11 Security Features. Ich bin mir sicher, dass der Copilot in Microsoft 365 für PowerPoint genau dieses Dokument in eine wunderschöne Präsentation umwandeln werden können wird. Aber was wichtig ist, im Gegensatz zu Copilot für Windows 11, der technisch verfügbar ist und der bloß aufgrund der Gatekeeper-Thematik nicht freigeschaltet ist, wo ihr euch aber entscheiden könnt und sagen könnt, ich möchte es trotzdem nutzen über Preview-Channel oder über manuellen Aufruf. Und im Gegensatz zu Bing Chat und Bing Chat Enterprise, was komplett ohne Einschränkungen verfügbar ist, ist es so, dass der Microsoft Copilot, na, ich habe genug stehen ab. Also seit 1. November ist er für bestimmte Kunden verfügbar. Was sind das für Kunden? Es sind Kunden, die Microsoft 365 E3 oder E5 schon haben. Und zwar müssen sie davon 300 Seats haben. Diese Kunden bräuchten ein Enterprise Agreement und die müssten sich dazu bereit erklären, 300 Seats Microsoft 365 Copilot zu ordern. Wichtig, bezieht sich nur auf den Microsoft 365 Copilot. Also die letzten 5 Minuten, alles, was wir vorher gemacht haben, ist ohne diese Limitierung verfügbar. Also Bing Chat und Bing Chat Enterprise ab einem User komplett unkompliziert nutzbar und Copilot für Windows 11 müsst ihr euch manuell dafür entscheiden und sagen, ich will es verwenden, aber dort auch ohne Mindestgröße verfügbar. Ist mir ganz wichtig, weil das wird häufig vermischt. Ich war erst letzte Woche auf einer Veranstaltung, wo jemand gesagt hatte, da hatte ich nämlich auf unseren Webcast heute hingewiesen, hat jemand gesagt, Mensch, wie magst du das? Das gibt es doch erst ab 300 Seats. Ich habe gesagt, Vorsicht, wir kümmern uns um Microsoft Copilot für Windows 11. Und das gibt es ab einem User, da gibt es die ganzen Einschränkungen nicht. Den Microsoft 365 Copilot, da gibt es für mich und für euch die gleichen Limitierungen. Also da gibt es keine Sonderregelung für Partner oder ähnliches, sondern auch ihr als Partner, wenn ihr das nutzen möchtet, bräuchtet ihr diese 300 Seats E3 oder E5, die ihr schon habt. Und dann müsstet ihr dazu buchen 300 Seats von dem Copilot. Interessanterweise wird häufig über die $30 diskutiert, was der kostet. Also ich glaube, allein das, was man bei mir gesehen hat, so Teams zusammenfassen, Mails formulieren, da sind diese $30 wirklich kein großer Invest. Die Hürde sind im Moment die 300 Seats, die wir mindestens brauchen. Und da möchte ich bewusst nochmal springen auf das Thema Copilot für Windows 11. Weil da haben wir diese 300 Seats nicht. Also Bing Chat und Bing Chat Enterprise ohne Einschränkung verfügbar. Hier hatten wir gesagt, da müssen wir sagen, naja, müssen wir manuell ran. Und Microsoft 365 Copilot
ist im Moment noch nicht verfügbar. Wann es das über CSP geben wird und somit auch für kleinere Kunden, wird sich noch zeigen. Wir haben eine Frage im Chat. Werden die Copilot-Funktionen auch das Microsoft Viva, ihr tägliches Briefing unterstützen, ergänzen? Das ist jetzt eine sehr konkrete Frage, aber auch in Microsoft Viva wird es eine Integration geben. Die einzelnen Features, die werden wir dann alle in Zukunft irgendwann hoffentlich insgesamt testen können. Wie gesagt, in Viva wird es auch eine Integration geben. Ob es konkret dann dieses Feature ist, müssen wir sehen. Ich kann euch nur empfehlen, beschäftigt euch damit. Probiert mal Bing Chat und Bing Chat Enterprise aus. Passiert wie gesagt automatisch. Wenn ihr ein Microsoft-Konto habt, ist es Bing Chat. Wenn ihr ein Unternehmenskonto habt, ist es Bing Chat Enterprise. Probiert mal den Copilot für Windows 11 aus. Entweder indem ihr in den Insider wechselt oder indem ihr das manuell aufruft, einfach um damit vertraut zu werden, zu sehen, was ihr damit alles machen könnt. Für mich ist Copilot so zum täglichen Begleiter geworden. Ich mache da ganz viel damit und fühle mich dann dafür schon sehr gut vorbereitet, wenn es wirklich in der Breite auch bei uns in Deutschland freigegeben ist und somit von jedem Kunden genutzt werden wird, gehe ich davon aus. So, damit sind wir ziemlich am Ende unseres Webcasts. Ich könnte mir vorstellen, wir haben sehr viele Teilnehmer. Wir haben ja darum gebeten und ich würde sagen, wir machen es weiterhin so, dass wir die Mikrofone gemutet lassen, weil natürlich nicht jeder Teil des Recordings sein möchte. Aber ihr könnt natürlich sehr gerne eure Fragen oder Kommentare über den Chat loswerden. Das heißt, nutzt dort die Gelegenheit, jetzt etwas in den Chat reinzuschreiben. Darf auch ein Feedback sein. Wenn ihr keine Fragen habt, darf es auch eine Verabschiedung und ein kurzer Kommentar sein. Also nutzt die Gelegenheit. Und nach Ende des Webcasts ist es natürlich nicht vorbei mit Fragen und Feedbackmöglichkeiten. Also nutzt da die Kontaktmöglichkeiten, die die Marie eingangs schon vorgestellt hat. Geht auf die entsprechenden Personen zu. Ihr habt dort eine Mailadresse, ihr habt dort eine Telefonnummer, ihr habt dort Namen. Von daher nutzt die Möglichkeit, mit den Leuten bei TD SYNNEX in Kontakt zu treten, auch wenn es im Nachgang Fragen gibt. Und was natürlich ganz wichtig ist, bereitet eure Kunden vor auf dieses ganze Thema, indem ihr auf Windows 11 migriert. Es ist ja immer noch ein großer Teil der installierten Basis auf Windows 10. Wir können zwar unter Windows 10, es wäre jetzt gelogen, wenn wir sagen, dass es anders ist, wir können unter Windows 10 Bing Chat und Bing Chat Enterprise nutzen, aber der Copilot für Windows 11, der ist halt, wie es der Name sagt, für Windows 11, also da auf Windows 11 umstellen. Da auch daran denken, dass Windows 10 ein Supportende hat, was zwar aus heutiger Sicht noch etwas hin ist, aber das kommt dann meist schneller als gedacht. Also da auf Windows 11 auf jeden Fall umstellen. Damit seid ihr vorbereitet. Und die Frage, die wir vorhin schon hatten, ist ja, kommt das auch in Windows Server? Da sagt ihr, müssen wir noch ein bisschen abwarten, gibt es noch kein offizielles Announcement. So, hier haben wir zweimal Feedback. Dafür vielen Dank schon mal. Da haben wir noch eine Frage. Welche Version von ChatGPT entspricht die Copilot Engine? Es ist im Moment eine Preview. Das heißt, die Frage wäre vielleicht so wichtig zu, also ganz wichtig ist schon mal dazu zu sagen, welcher Copilot ist es denn? Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, welcher ChatGPT-Engine entspricht der Microsoft 365 Copilot für Windows 11 in der aktuellen Preview? Es ist da die aktuelle Engine. Wir haben auch einen Internetzugang durch die Bing Chat und Bing Chat Enterprise Integration. Das heißt, wir haben nicht nur Zugriff auf die erlernten Informationen, sondern auch auf neuere Suchinformationen im Web. Habt ihr vielleicht bei mir mal gesehen, dann waren da teilweise Verweise unten dran. Aber was dann der finale Copilot für Windows 11 und Security und Microsoft 365 jeweils von dem Trainingsmodell her verwendet. Da müssen wir dann das offizielle Announcement des Produktes abwarten. Im Moment ist das ja noch Preview.
So, dann haben wir eine Frage. Sehr spannender Webcast. Vielen Dank auch für das Feedback. Lohnt sich Copilot schon für Kunden, die noch Windows 11 haben oder eher warten bis zum Wechsel auf Windows 11? Also warten müssen wir nicht. Wir können die Funktionalitäten Bing Chat und Bing Chat Enterprise in jedem Browser auf jeder modernen Plattform nutzen. Aber unter Windows 11 haben wir halt die Integration ins Betriebssystem. Und das ist natürlich schon herausragend, wenn ich nach einer Funktion suche und dann nicht eine Anleitung abarbeiten muss, sondern sagen kann, bitte setz mir das doch direkt so im System um. Also ich würde nicht auf Windows 11 warten, sondern ich würde möglichst schnell auf Windows 11 umstellen. Aber durchaus jetzt auf der aktuellen Plattform auch schon Bing Chat und Bing Chat Enterprise nutzen. Dann, da IT-Know-how von zu Hause ins Büro getragen wird, gibt es schon eine Information, ab wann Copilot in Office Family kommen wird. Nein, gibt es nicht. Das ist vollkommen richtig. Oft ist es so, dass Dinge, die man zu Hause schon benutzt, dann quasi so thematisch ins Unternehmen gebracht werden. Das ist gerade mit dem Copilot für Microsoft 365 noch nicht möglich, aber der für Windows unter Umständen, den könntet ihr ja durchaus nutzen, indem ihr sagt, Mensch, ich habe da was Tolles gesehen. Wollen wir nicht vielleicht wie bei uns im Unternehmen schon mal mit dem Bing Chat Enterprise anfangen? Wie sieht es mit der Integration auf von Microsoft 365 unterstützten Terminal-Server-Umgebungen aus als Server 2016 bis 2022? Wenn der Microsoft Copilot für Microsoft 365 verfügbar ist, wird er auch dort nutzbar sein, weil der Microsoft 365 Copilot setzt nicht voraus, dass wir auch den Windows Copilot nutzen. Also ich hatte gesagt, ich kann euch nicht sagen, ob der Copilot in Windows Server reinkommt. Ich würde es zwar erwarten, weil Microsoft sagt, Copilot ist unser täglicher Begleiter in allen Microsoft-Lösungen. Aber das ist das, wo ich sagte, das kann ich aus heutiger Sicht nicht versprechen. Aber auch wenn der in Server nicht reinkäme, können wir dort die Microsoft 365 Apps nutzen und da haben wir eine Copilot-Integration, die nicht voraussetzen, dass unser Windows-Client auch Copilot enabled ist. Prima, haben wir nochmal Rückmeldung. Herzlichen Dank, toller Webcast, sehr informativ. Vielen Dank dafür, vielen Dank euch. Wir sind jetzt offiziell auch am Ende der Zeit. Damit sage ich an der Stelle vielen Dank, auch vielen Dank an Asra und Marie für die Einleitung und vielen Dank an Thomas, der auch im Webcast dabei war. Sollte es noch Fragen geben, ich werde von meiner Seite nicht sofort abschalten, also gerne noch was in den Chat reinschreiben. Ansonsten sage ich schon mal vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es war eine interessante, kurzweilige, hilfreiche Stunde und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, tschüss.